Ich habe versucht, Carrish den Schlüssel zum Ausgang abzunehmen. Ich werde ein andermal mit euch sprechen, wohl. Ja, habt ihr den Schlüssel gefunden? Wir brauchen ihn unbedingt. Ja, ich habe den Schlüssel. Mein Gott, ihr habt es wirklich geschafft. Wir werden sofort aufbrechen. Ich danke euch tausendmal für das, was ihr getan habt. Keine Ursache, Geist. Auf Wiedersehen. Alles klar, alles klar, alles klar. Die gehen. Da schauen wir doch mal hinterher. Betrüger, Verräter, ja, ja. Zieht euch mal zurück. Oh, Lodge. Ja, das hat jetzt gerade ein bisschen wehgetan. Heil du dich mal und du halt ihn. Ich bräuchte Frostwiderstand hier oben. Das wäre halt echt nicht schlecht, ne? Schlag dich in Stücke! Wow. Aua. Na, dann müssen wir halt hin und her springen, ne? So viel zur sanften Tour. Au! Oh, meine Güte, hey. Ist ja schrecklich. Du ich mach's so schmerzlos wie möglich. Ist das alles, was du kannst? Tut mir leid, aber ich kann keine Gnade walten lassen. Helft mir doch. Ich werde meinen Spaß dran haben. Ach komm, mach Feuer. Gut. Ja, okay. Puh. Ein Bartheim-Mund. Muss nicht sein. Die hat er, ja, genau. Gut. Ach. Yep, und das. Nochmal was für ihn. Speichern. Aha. Ne, hier, gut, hier ist dann nichts mehr. Schauen wir mal, wo führt der Gang hin? Ah, das ist dann... Ist das dann der hier zu... Ja, okay, okay. Das ist der. Gut, das dachte ich mir, dass es der ist. Dann gehen wir mal rein und schauen, ob wir da oben was reißen können. Ich befürchte, ich werde da oben ziemlich auf die Klappe kriegen. Warte mal, habe ich nicht irgendwie Widerstand gegen... Kälte. Schutz vor Bösen, ne? Vorspannen, Schutz vor Versteinerung, Schutz vor normalen Geschossen, Fluchbrechen, Unverwundbarkeit, ist das Olukis gute Unverwundbarkeit, antimagische Schutzhülle, na okay, gut. Priester, Schutz vor Bösen, Heiligtum, Feuer, Kälte widerstehen. Eine Runde pro Stufe. Uah, pff, ja.
Hälfte reduziert. Ja. Schutz vor Feuer, Lähmung aufheben, Fluch brechen, Krankheit heilen, Verteidigungskoordination, Schutz vor Blitzen, Schutz vor Bösem, Gift neutralisieren. Nee. Nicht wirklich. Habe ich da noch was im Inventar? Schutzform gegen Feuer. Nee. Schutz vor Blitzen. Schade. Schade, 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 nee. Nichts mehr, dann muss ich so hoch und... Au! Alles, das tat weh! Komm her, du... Ich werde... Oh, Winterwolf. Oh, Winterwolf grad. Dann großer Eistreu. Runter. Hui! Das hab ich fast nicht gesehen, ne? Hui! Ich auch mal selber. Eieiei. Das war heftig jetzt. Die Tore zum Tod sollen für dich weit offen. Ist das alles, was du kannst? Okay, wenn die tot sind, ach, das sind die Salamander, die ja dieses, diesen Frost hier machen. So. Der Zauber, der diese Vitrine einzumgeben hat, ist längst verblasst oder völlig gescheitert. Sie ist dunkel und die Glasfront ist schmutzig. In der Vitrine kannst du nichts erkennen. Im Moment kann nicht gespeichert werden. Okay, ja, dann gehen wir runter und speichern da. Dann gehen wir wieder hoch. Da steht nichts. In diesem zugefrorenen Teich befinden sich zwei Haie. In ihrer Stache wirken sie fast lebendig, so als ob sie mit in der Bewegung erstarrt wären. Wow, das ist... Ist hier kein Text? Ne, kein Text. Schade. Sieh dich vor! Ist das alles, was du kannst? Ist... Ist das alles, was du kannst? Auf, tötet sie. Gut, heil dich. Du heilst sie auch. Gut. Du heißt dich nochmal selbst und du heißt dich auch nochmal selbst. Dann heißt du dich dann selbst. Ja, war ja nahezu gleich stark. Edelsteine. Juhu. Perlenschaum. Okay. Nein. Komm her, du Kröte. Ja, so geht's auch. Das wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht, aber ja. Passiert. So wollte ich. Ja. Nimm
werden alle Spaß dran haben. Kann man hier was lesen? Nein, schade. Schade, schade, schade. Im Moment kann nicht gespeichert werden. Ich muss aber auch wieder runter. Ah, ja, egal. Okay. Und wieder hoch. Ah, da liegt noch ein Edelstein. Oh, zwei Edelsteine. Okay. Winterwolle. Quatsch. Habe ich jetzt überhaupt noch Inventarplatz? Vier Stück, okay. Was hat's hier eigentlich? Wendigkeitstrank. Hier ist. Dieses Glas ist matt geworden. Du hast keine Ahnung, warum es nicht mehr durchsichtig ist. Tja. Weil einer zu oft ins Becken pinkelt. Komm her. Ich werde meinen Spaß. Oh. Sie hat keine Pfeile mehr. Dann machen wir es so. Hat keiner mehr Pfeile. Oh, ich habe schon alle Pfeile aufgebraucht. Was ist das eigentlich? Dolchlangzahn, Betäubungspfeil. Wow. Sie hat alle Pfeile aufgebraucht. Nicht gut. Gib ihr die Winterwolf-Pelze. Eieieiei. Okay. Ja, okay. Na, einzeln sind die gar nicht mal so ein Problem. In diesem zugefrorenen Teich befinden sich Quallen. Mhm, okay, gut, ja, schön. Können sie von mir aus auch rumquallen. Ja, da kommt was zusammen, ne? Sieh dich vor! Den Weg zu deinem Grab weisen. Mit mir kannst du dich nicht messen. Mit mir kannst du dich nicht messen. So, die Quallen. Oh, hat er keine Kugeln. Ei.
Er hat keine Kugeln mehr. Dann nimmt die Wurfpfeile. Wie im Fell. Ich werde dich töten. Sie ist gehindert. Oh, es hat 75, 65. Was wiegt der? 2, was wiegt die? 6. Okay. Jetzt ist er hoch. Sag mir, der wiegt 2. Natürlich wiegt er 2. Soll auch sonst wirken. Ist das alles, was du kannst? Ja, war das alles? Ja, der kann definitiv nichts, nicht mehr und auch nichts mehr. Au! Das tat weh! Bei allen Göttern und ihren Müttern, ihr seid das Letzte, was ich hier erwartet habe. Wer seid ihr? Ich komme als Freund. Wirklich, würdet ihr mir vielleicht verraten, wie ihr mit den Salamandern fertig geworden seid? Der Anführer glaubt, ich sei ein Spion, der ihn auskundschaften soll. Ich habe nicht versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Sie glauben, dass ich für sie arbeite. Ach so, nun, ich hoffe, dass es nur eine Liste ist. Ich würde es schrecklich finden, wenn ihr solchen Wesen wirklich dienen würdet. Ja, darf ich euch einige Fragen stellen? Ich weiß nicht. Ich würde euch gerne vertrauen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es kann. Ihr müsst jemandem vertrauen, warum nicht mir? Also gut, fragt, was ihr wollt. Wer seid ihr? Mein Name ist Vera Ellis. Ah, die Vera. Ich habe mit einem Mann namens Gareth gesprochen. Er hat eine ziemlich fantastische Geschichte von einer Frau namens Vera erzählt. Seid ihr das vielleicht? Ja, ich kenne Gareth. Ihr sagt, ihr habt mit ihm gesprochen. Er und die anderen sind also entkommen. Dann seid ihr die Anführerin der Sklavenrevolte. Ja, sie sind zurück an die Oberfläche entkommen. Dann ist meine Arbeit hier getan. Ich kann diese Hölle guten Gewissens verlassen. Danke und lebt wohl. Wartet, wie wollt ihr herauskommen? Nun, ich bin eine Diebin und eine gute dazu. Ich kann mich hier herausschleichen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich konnte es nur nicht tun, bevor ich wusste, dass diese armen Leute in Sicherheit sind. Ach so, lebt wohl. Ja, was? Ihr habt Vera gesagt, dass die Sklaven frei seien und sie damit beruhigt. Die Gruppe hat Erfahrung gewonnen. Darf ich dann jetzt speichern? Nein, darf ich nicht. Warum sollte ich auch? Aber wie riesig ist die Map denn noch? Oha.
Gut, dann kommt hier wahrscheinlich nochmal so ein kleines Knupsi, wenn es symmetrisch ist, was es natürlich nicht sein muss. Oh! Ja, hallo. Auf diesem Feld sind mehrere Anzeigereien zu erkennen, von denen einige schwach erleuchtet sind und blinken. An beiden Seiten des Felds stehen große Behälter, die über Rohrleitungen miteinander verbunden sind. Die zwei Behälter ganz links glühen vor Hitze, während die anderen außer Betrieb zu sein scheinen. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Ach, ich kann immer noch nicht speichern. Ich kann hier weder etwas tun noch speichern. Das war der Raum, in dem die Sklaven nicht durften. Das sieht doch sehr nach einem Tintenfisch aus. Zeig mal, was du kannst! Oh, ich bin froh, wenn ich diese Dreckviecher endlich weg hab. Der Zauber diese... okay, ja. Ich werde euch alle töten. 13 Betäubungspfeile benutzt die bitte. Ich muss dann leider gleich abreißen und Zeug kaufen. Einfache Kugeln und Pfeile. Sieh dich vor! Das darüber. Ah, er kann noch ein Fell. Gut, dann soll er mal ein Fell. Ich weiß, ihr könnt jetzt nicht rasten. Ja, ich weiß, ich kann auch hier nicht rasten. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Kommt mal den da. Möge die Macht dich auseinanderreißen. Drauf und tot! Au, das tat weh! Wie du machst denn hier? Danke. Nahkampfwaffe, irgendwas, nee, ne? Mit was kann er denn umgehen? Stabschleudern. Schusswaffen, Stabschleudern. Ich habe keinen Stab für ihn. Ich habe keinen Stab für ihn. Nein. Habe ich leider nicht. Den einzigen Stab, glaube ich, den ich gekriegt hatte, war ein Druidenstab. Diese Statue stellt einen lächelnden Zwerg dar, der Werkzeuge in ein aufgeschlagenes Buch hält. Ja, komm mal her, du einsamer, verlassener, einzelner Postsalamander. Au, das tat weh! Nein, du bleibst da hinten und zauberst. Ich werde euch alle töten. Ist das
alles, was du kannst? Ist halt angreifen, habe ich gesagt. Wieso putze ich quietschen, ey? So, habe ich noch Hellzauber? Ja, habe ich noch. Gut. Halt ich mich selbst. Muss ich auch mal selbst. Du heilst mal ihn. 51 ist ein bisschen wenig. 78 und... Komm, heil mal ihn noch. Ach, das war jetzt glaube ich Verschwendung. Egal. Spür meinen Stachel! Ich wasch vor. Mir meinen Bart in deinem Blut! Soll ich aus dem Weg gehen? Nein, ihr sollt angreifen. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Hau ab. Hau ab da. Hau da ab. Gott, warum reagiert es nicht? Je größer sie sind. Oh, lau. So, die Mappe. Was ist das? In diesem zugefrorenen Tümpel schwimmt ein riesiger Tintenfisch. Wenn man das Wesen betrachtet, wird klar, wie Erzählungen von Seeungeheuern entstehen. Ja. Ach nö, da noch mal einer. Du hast keine Chance, dich auseinanderreißen. Das alles, was du kannst? Das alles, was du kannst? Da. Das will ich noch gar nicht wissen. Ihr dürft hier alle mal runterkommen.